Genau, ja, damit jeder was sehen kann. Kann jetzt jeder was sehen? Ja. Kannst du auch was sehen? Gut. Julius. Aber ihr seid die Größten. So. Also. Jetzt, jeder von euch weiß ja bestimmt, was eine Lupe ist. Was macht eine Lupe? Die kann das vergrößern. Genau, damit man Sachen sieht, die klein sind. Und ein Mikroskop, das ist im Prinzip auch nur eine Lupe, nur dass die halt ein bisschen besser funktioniert und man damit Sachen sehen kann, die so klein sind, dass man sie nicht mal mit einer normalen Lupe sehen kann. Und jetzt zum Beispiel, also das ist hier eben das Mikroskop, hier auf dieser kleinen Glasplatte, da liegt jetzt das, was wir uns angucken wollen. Da sieht man jetzt von euch aus wahrscheinlich gar nicht viel, da ist nur so ein bisschen was Braunes oder so. Aber wenn ich jetzt hier, wenn ihr jetzt auf den Computerbildschirm guckt, dann seht ihr auf einmal sowas. Ein Bein. Genau, ein Bein. Kannst du dir vorstellen, von was das kommt, das Bein? Von der Fliege. Von der Fliege? Von der Fliege, genau. Und jetzt stellt euch mal vor, wie klein normalerweise eine Fliege ist und wie klein dann die Beine von der Fliege sind. Und jetzt seht ihr hier, wie groß man sich das angucken kann. Und da sieht man hier so ein Gelenk und hier so die Haare, mit denen sich die dann an der Wand festhalten kann, damit sie nicht runterfällt. Genau. Und da kann man sich dann verschiedene Sachen anschauen. Jetzt, genau, also wenn man möchte, kann man dann hier auch noch so ein bisschen das verschieben, dass man sich noch eine andere Stelle angucken kann. Hier ist dann der Fuß mit dieser Kralle, wo die sich dann auch wo festhalten können. Jetzt, genau. Jetzt schauen wir mal. Das sind natürlich ganz kleine Krallen, die machen nichts. Kann aber gar die, nichts mehr sehen. Kannst gar nichts mehr sehen? Jetzt ist auch gerade nichts. Jetzt ist gerade nichts zu sehen. Ich mache jetzt ein anderes, einen anderen Gegenstand drunter, damit wir uns mal was anderes angucken können. Das Fliegenbein haben wir jetzt alle gesehen. Und jetzt habe ich hier noch so was anderes. Das muss ich allerdings erst selber durchgucken, damit ich finde, wo die Sachen sind. Sieht man schon so kleine schwarze Punkte. Und wenn ich jetzt hier an dem kleinen Rädchen drehe, dann sieht man die auf einmal schärfer. So. Hier, also. Hier haben wir keine Augen. Ja, das sind jetzt, hier zum Beispiel sieht man jetzt eine kleine Alge. Die ist so klein, ihr könnt euch vielleicht nachher mal das auf dem Glas selber angucken. Da würde man nur einen ganz kleinen Punkt erkennen, der so klein ist, wie man höchstens, wenn man mit einem Bleistift auf dem Papier einmal ganz kurz drauf geht, so wie ein Staubkörnchen. So groß ist es in echt. So. Genau. Wenn man da kann man jetzt auch nochmal hier das ein bisschen verschieben. Und dann findet man vielleicht noch was anderes. Genau. So. Jetzt schauen wir mal. Jetzt habe ich hier Wasser aus der Isar. Das habe ich heute in der Früh geholt. Habe ich einfach in das Glas gefüllt und so eine kleine Pflanze dazu getan. Und da sind auch oft ganz, ganz viele kleine Lebewesen drin. Ich habe es mir jetzt selber noch nicht angeschaut. Ich weiß nicht, ob ich was erwischt habe. Aber jetzt probieren wir mal, ob wir da irgendwas erkennen können. Oh nein. So. Guck mal da. Ja, jetzt habe ich hier so ein Stück von der Wasserpflanze genommen. Da sieht man hier oben die Wasserpflanze. Und da, das ist die Wasserpflanze. Seht ihr das? Was da so flitzt? Was ist das überhaupt? Das ist ein kleiner Wasserfloh. Der flitzt da durch die Gegend. Das ist ein Wasserfloh. Ein Baby. Und da ist noch was. Seht ihr das? Es gibt aber Eisbären, die machen auch. Das ist kein Käfer, das ist ein Wasserfisch. Das ist ein Baby. Das ist ein Baby. Ja. Kann man mal was finden? Das ist ein Wasserfloh. Wasserfloh ist das. Da, was ist das? Da krabbelt noch was. Ja,
Mikroskop. Was? Ich kenne das Mikroskop. Kennst du das? Ja, mein Polizeifilm. Ah, cool. Sehr schön. Ich kenne das auch. Ja, genau. Da kann man zum Beispiel auch Haare angucken. Gefangen. Da ist noch irgendwas noch ganz Kleines. Noch ein kleiner, noch ein Babywasserfloh. Ja, vielleicht. Babywasserfloh. Oder es war irgendwas Kleines. Hey, da ist er wieder. Ja. Vogel. Wasser. Da war noch ein kleiner Wasserfloh. Da! Da ist der kleine Wasserfloh. Kleiner Wasserfloh. Da ist noch einer. Noch einer. Drei Wasserflöhe. Drei Wasservögel. Genau. Jetzt habe ich da an dem Ding gedreht und dann ist es eine größere Vergrößerung. Das heißt, man kann noch kleinere Sachen sehen. Wow. Dann muss man es nicht sehen. Ey, da sind noch das sieht ja ganz schön toll aus. Ja, das sieht aus wie ein Kühlschrank. Das sieht aus wie der Mond. Ja, wie der so eine Mondlandschaft, gell? Und halt lauter kleine... Hey, das sieht auch wie eine, aus wie eine Wand. Ja, genau. Ich denke schon. Also ich denke, jetzt haben wir so ein bisschen gesehen, was im Wasser so alles unterwegs ist. Und dann bauen wir das wieder ab.